Hey, hey, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Solid 3. Wow. Hier lang soll man wahrscheinlich nicht runter. Metal Gear Solid 3 Snake Eater in der HD Collection für die PlayStation 3. Im letzten Part haben wir Eva hier oben wieder getroffen. Ach, hier sind die Instant-Noodles, die ich wahrscheinlich nicht aufheben konnte. Doch. Doch. Sehr gut. Spinne. Wir haben Eva wieder getroffen. Oh. Nahrung voll. Ach komm. Irgendwas wegwerfen. Also das kann alles nicht schlecht werden hier. Die Thai-Kobra will ich, glaube gleich für eine Trophäe benutzen. Kann ich das aber auch? Ah. So. R-Punkt-Spinne, sehr gut. Und zwar habe ich mich mal so ein bisschen belesen für einige Trophäen und so, von denen ich schon wusste, dass es sie gibt, aber nicht wusste, wie man sie bekommt. Und ich werde jetzt mal die Thai-Kobra ausrüsten. Und mich so mal, was? Claymore, ah. Und mich so mal in die Nähe eines Gegners begeben. SVD-Munition, 1911, AK-47, hier ist alles dabei. Grasgorje, Bergspitze. Außerdem will ich noch was anderes probieren. Was ist denn eigentlich der Knopf L1? Nichts. Ui! Was zum Teufel ist passiert? Au! Was geht? Ich bin einfach mal verbrannt wie sonst was und bin halb tot. Was ist denn jetzt passiert? Schwere Verbrennung. Heilige Scheiße. Wobei, ich glaube, ich mache das jetzt weiter. Das ist vielleicht gerade mal ein ganz guter Punkt, um mal ein paar Trophäen zu bekommen. Na gut, was heißt ein paar? Nee, 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 nee. Ist eigentlich ziemlich bescheuert. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall mal diese Trophäe hier holen. Hi. Bumm. Hat's funktioniert? Scheinbar nicht toll. Man kann nämlich, wenn man Gegner mit giftigen Tieren bewirft, ja, dann kann man halt. Mann, was sollte ich denn jetzt sagen? Dann kann man sie vergiften. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das auch hier mit sowas gilt oder ob das halt nur was ist, wo ich sie halt gefangen haben muss. Wahrscheinlich muss ich sie gefangen haben. Oh, das hat nicht funktioniert. Ey, wenn das so weitergeht, sterbe ich hier gleich. Ich muss mich erstmal ganz kurz irgendwie in Sicherheit bringen oder sowas. Oder wir machen es auf diese Art und Weise hier. Das ist auch okay. Hi. Noch jemand? Ich höre da unten doch noch Leute, die aufmucken.
Ihr könnt ruhig hoch zu mir kommen. Das gefällt mir nicht alles, ja. Okay, ich wusste nicht, dass ich diese giftigen Tiere fangen muss, aber das ergibt natürlich Sinn. Mit toten Tieren bewerfen ist natürlich immer ein bisschen blöd. Ja, das ergibt schon Sinn. Oh! So langsam geht mir diese Feuerscheiße ein bisschen auf den Sack. Ich bin energiemäßig einfach mal so gut wie tot gerade. Was ist denn hier? Ach, der unterirdische Tunnel. Nee, ich will noch eine andere Sache machen. Gut, die Trophäe habe ich jetzt leider nicht bekommen. Kann ich später bestimmt immer noch. Aber ich will noch mal zu einer Wache hin. Bitte, eine Wache brauche ich noch. Hier ist doch bestimmt irgendwo noch eine Wache, die nicht so ein Flammenwerfer-Typ ist. Bitte. Na. Hallo, Asgaia. Ist hier keine Wache mehr übrig? Och Leute, da wünscht man sich einmal eine übrige Wache und dann ist keine da, oder was? Das ist ja sehr enttäuschend. Ja, da oben ist noch so ein Flammenwerfer-Typ, aber bei dem traue ich mich ehrlich gesagt nicht. Kannst du mal probieren. Who's that? Radio, get us some backup. Au. Das war immer noch das, nicht das, was ich wollte. Okay, Leute, wisst ihr was? Wir machen das später. Wir spielen jetzt erstmal ganz normal weiter. Ich muss erstmal dafür sorgen... Halt, Moment mal. Halt, Augenblick. Jetzt muss ich mal ganz kurz das Internet öffnen. Nee, stopp. Denn jetzt machen wir nämlich mal eine andere Kleinigkeit. Was ist denn jetzt passiert? Kann das mal bitte hier nicht so rumspinnen? Zurück. Nochmal. Weg. Verlassen. Öffnen. Ich will nicht zu der 100... Nein! Ah. Ich krieg's nicht in das Ding hier ordentlich einzustellen, meine Fresse. Gibt es noch irgendeine hier oben? Ja. 147.08. Ja, um genau zu sein, gibt es eben solche sogenannten Heal Frequencies. Heilradius, hieß es jetzt halt im Deutschen, bei denen man seine Energie wieder aufladen kann, wenn man die wählt. Und wenn man die alle ruft, gibt es halt auch Trophäen. Ich habe jetzt mal eine gerufen, ich rufe jetzt mal noch eine und die anderen lasse ich dann erstmal. Ja, hier kann man dann eine Weile warten, bis man zu der Musik hören und dann wird man halt geheilt, aber... Ja, wie auch immer. Ich muss mich jetzt irgendwie anders heilen. Nein, nicht hier. Oh, ich komme gerade mit der Steuerung nicht klar. Was geht denn? Jetzt muss ich erstmal wieder das Aufnahmeinterface öffnen, damit ich die Partlänge vor Augen habe. So. Gibt es hier jetzt noch... Ja, du. Nee, du nicht. Es muss ja irgendwas geben. Das hier zum Beispiel. Heilt mich das oder heilt mich das nicht? Das heilt mich nicht. Kann ich mich irgendwie heilen mit... Heilung, Heilmittel, schwere Verbrennung, schlimme Schnittwunde.
Das ist ja schön und gut, aber... Mir gefällt mein aktueller HP-Status nicht. Mir gefällt gerade irgendwie alles ganz gut, aber nicht mein aktueller HP-Status. Das ist irgendwie ein bisschen im Ursch. Naja. Gut. Ich habe jetzt rausgefunden, nämlich wie man eine Wache so verhört, was ich jetzt die ganze Zeit machen wollte. Und das wollte ich jetzt halt gerade jetzt mal machen, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Bei dieser Wache. Naja. Probieren wir es später nochmal. Hier drin ist doch bestimmt auch irgendwo eine Wache. Und wenn nicht, dann spätestens in Groznygrad, da sind doch 100.073 Wachen. Oder nicht? Kriegen wir hin. Früher oder später kriegen wir das schon hin. Verband, Salbe, alles nochmal mitnehmen. Hauptsache erstmal haben. So, hier ist wieder sehr dunkel, wie es scheint. Hier habe ich mit meinen Tigerstreifen fast gar... Stimme. Fast gar keine Tarnung. Vielleicht ändere ich das lieber nochmal schnell. Na, klettern wir erst runter. Da wechselt die Map. Zu. Oh. Das ist jetzt aber noch nicht der Kampf gegen The Fury, oder? Oder doch? Oh nein. Wieso bin ich denn jetzt schon beim nächsten Bosskampf? Huch. World set ablaze. And do you know what I saw there? Fury. Nein. A great and terrible fury at being alive. Now you're going to feel the scorching heat of that horrible blackness. Nicht gut. Okay, ich bewege mich jetzt mal nicht von der Stelle, bis ich weiß, wo er ist. Oh, der Typ ist ja gruselig. Ich höre ihn irgendwo laufen. Hier links. Where'd you go? Das war mit Abstand die schlechteste Idee, die ich je hatte. Oh, der hat eine gewisse Reichweite. Holy shit, ich brenne. Ach, du heilige Scheiße. Den darf ich nicht unterschätzen. Oh ne, nicht doch eine Schiene. Ich will einen Verband. Hier. Aber ich habe nichts, was mich irgendwie direkt einfach so heilt, oder? Ich habe nämlich irgendwie nichts so Heilmäßiges. Irgendwie. Ich habe nur, ja, Hunger, 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 Hunger. Aber ich brauche doch mal was, was meine Heilung heilt.
So was habe ich irgendwie nicht. Da ist er. Triffst mir nicht. Moment mal. Oh ne, der fliegt jetzt aber nicht hier wieder rum, oder? Okay, sorry, ich werde während dieser Bosskampf sehr ruhig sein. Nee! Während dieses Bosskampfes werde ich sehr ruhig sein. Welche Richtung gehst du? Scheinbar nicht diese hier. Freund! Oh, er ist weggeflogen. Nein! Das Witzige ist immer, er fragt mich, wo ich hin bin. Dabei bin ich ja nie weggegangen, sondern er geht ja die ganze Zeit nur weg. Oh, hi! Er ist jetzt entweder oben oder hier hinten, aber ich glaube, er ist hier hinten. Nee! Och komm, ich habe ihn noch getroffen, oder nicht? Oh, okay, den Bosskampf schaffe ich nicht, weil ich einfach mit zu wenig Energie reingegangen bin. Und wieso habe ich denn das jetzt geöffnet? Ich schaffe es einfach HP-mäßig nicht. Dafür hatte ich vorher einfach zu wenig Energie. Wieso kann ich meine Verbrennung jetzt nicht heilen? Ich hab doch früher geschossen. Ja gut, jetzt bin ich tot. Ja. Das war ein bisschen ungünstig, aber wenn ich jetzt hier nochmal reingehe und volle Energie habe, dann werde ich ihn locker schaffen. Oh, aber ich habe keine volle Energie. Toll. Toll. Mir ist der Gamestone gerade ein bisschen zu laut. Okay. Hi. Nein! Hör auf! Oh, Snake, du blödes Idiotenköpfchen. Genau so macht man's. Ich wünschte, ich hätte einfach mal ein bisschen mehr Energie. Aber ich bin gerade einfach nur so halb voll. Das ist ein bisschen sehr ungünstig. Ich habe halt wirklich nichts, was mich einfach so heilt. Das kann doch nicht wahr sein. Ich probiere jetzt mal so eine scheiß Mate hier aus. Das kann doch nicht wahr sein, dass mich das nicht irgendwie heilt. Ja, aber wie heilt man sich denn dann in dem Spiel? Ich weiß, ich habe hier Heilmittel, aber Gegengift, Lebensmittelvergiftung, Behandlung, bla bla bla. Ich will mich doch einfach nur heilen, meine HP stärken. Das kann doch nicht nur durch Warten gehen. Dass man sich bei der Sniper nicht bewegen kann, wenn man sie ausgerüstet hat, ist sehr unwitzig.
So, ich muss jetzt gerade mal ein bisschen ruhiger sein, sonst schaffe ich das nicht. Ist es hier unter mir so ein Frosch? Ne, Glühpilze. Habe ich ihn damit gerade getroffen? Ich weiß es nicht. Er ist da hinten irgendwo. Da. Das ist ein nettes Hide-and-Seek-Spielchen hier. Jetzt ist er wieder hier. Jetzt ist er wieder da drüben. Kannst du mich doch nicht Son of a Bitch nennen. Mensch, das gehört sich in so einem Spiel nicht. Arschgeige. Ich geb dir gleich ein bisschen Son of a Bitch. Du kleiner Son of a Bitch. Ah. Warum auch immer ich ihn jetzt nicht getroffen habe. Aber jetzt. Oh, ich habe ihn sogar runtergeworfen gerade. Huch, wollte ich nicht. Sorry, Fury. Boss. Gleich erstmal bring. This is the end of the Copras. You've got to live on. You're the only one left. I'm off. To join the Sod. Mission Control, do you read me? I'm coming home. I see the Earth. There's no way back. Toll. Gut, Leute, ich würde an dieser Stelle sagen, dass wir uns dann hier im nächsten Part wiedersehen von Let's Play Metal Gear Solid 3. War ein cooler Kampf auf jeden Fall. Damit sind die Cobras jetzt im Arsch. Scheint mir langsam so, als wäre ich jetzt gleich in Groznygrad und als wäre das dann schon tatsächlich das Finale. Weil, ja.
Also ich meine, nicht als wäre jetzt gleich schon der finale Part, sondern als wäre Groznygrad das letzte Gebiet, das finale Gebiet, welches sehr groß ist. Also so, ich habe so das Gefühl, Snake, da werde ich dann... Oh, bitte, halt einfach die Fresse. Ich habe das Gefühl, dass ich da dann einfach, keine Ahnung, wahrscheinlich Volgen aufs Maul haue, wahrscheinlich den Shargohot kaputt mache, The Boss aufs Maul haue, Sokolov rette und dann das Spiel vorbei. Also ich habe das Gefühl, dass tatsächlich gar nicht mehr so viel kommt. Also ich bin locker schon zu so zwei Dritteln oder so durch, habe ich langsam das Gefühl. Naja gut, Leute, wie dem auch sein mag, hier sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann und ciao.